Hallo und herzlich willkommen zurück in Autonauts. So, ich habe hier mal in Auftrag gegeben, eine Roboterwerkbank und den passenden Boden dazu. Die wurde gebaut, danach habe ich das Upgrade gestartet und da sind wir gerade. Ja, Upgrade, wir haben noch keinen Roboter, der Vertäfelung macht oder quadratische Rahmen. Den Rest haben sie reingeklöppelt, ne? Also auch vorher die einfache Roboterwerkbank haben sie mir komplett gebaut, ne? Den Boden natürlich auch. Aber uns fehlt Vertäfelung und quadratischer Rahmen. Und da würde ich sagen, dann nehmen wir uns einfach mal zwei Roboter und lassen das für uns automatisiert machen. Ne? Ich meine, Kram ist voll. Sehr schön. Okay. Wir haben also genannt Bauarbeiter. Bauarbeiter Rahmen? Ja. Kommt hier rein? Gut, du nimmst jetzt erstmal einfach Rahmen. Ich glaube, er kann nur einen Rahmen tragen, ne? Ich mach trotzdem mal, bis Hände voll sind. Na, so. Okay. So. Und dann suchst du dir einfach... Eine Sekunde. Ich musste mal kurz hüsteln. Ich habe momentan ein bisschen Halsschmerzen, ne? Leider. Ich habe schon die letzten Tage immer so ein bisschen zu kämpfen, aber heute habe ich ein bisschen Halsschmerzen und auch manchmal so eine etwas belegte Stimme. Ich bitte, das zu entschuldigen. So, aber es geht. Es funktioniert. Es geht schon. Vielleicht muss ich hin und wieder mal ganz kurz muten, mal ganz kurz ein bisschen husten oder so. Na, das. Ich versuche das nicht bei laufendem Mikrofon zu machen. So, bis Hände leer sind, kannst du jetzt hier einfach. Suchen. Baupläne. Und einfach draufklöppeln. Wir haben hier kein schönes Baustellenschild, fällt mir gerade auf. Das müssten wir vielleicht noch machen, ne? Oder? Ne, wir haben kein Baustellenschild. Buh! Ja, das machen wir noch. Okay. Dann. Mal ganz kurz stoppen. Ich nehme nochmal so einen Rahmen. Und nochmal einen rein. 8 Kilobyte sind ja frei. Bis Hände leer sind. Damit wir das Areal ein bisschen vergrößern können, ne? Also wenn das nicht findet, das hier nicht, bis Hände voll sind, ja. Dann haben wir endlos, er soll endlos suchen, 4 Kilobyte sind noch frei. Wir könnten also theoretisch nochmal so ein Ding machen, ne? Das wäre fein. So, kommt rein damit. 0 Kilobyte hat es gereicht, ne? Bewegen zu Bauplan. Hinzufügen zu Bauplan hat wohl nicht mehr gereicht, ach. Deswegen, bewege zu Stauraum. Quadratischer Rahmen. Also nochmal. Haben wir noch drei Möglichkeiten. Dreimal können wir noch versuchen. So, das kommt weg. Das kommt weg. Aber jetzt. Hier rein damit. Okay. 0 Kilobyte, bis Hände leer sind. So, das heißt, wir haben jetzt ein Areal, zwei, drei Stück. Drei Stück, wo der Bauarbeiter die Rahmen platziert. Ich mache nur mal ganz kurz Pause. Wo ist er? Der ist es, ne? Bauarbeiterrahmen, sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Schildern? Habe ich hier irgendwo eine Stelle, wo wir die vielleicht schon hergestellt haben? Irgendwas? Da oben vielleicht? Da mal. Gut. Wir brauchen zwei Brett, ein Pfahl. Brett ist mir heute guter. Pfahl geht so, ne? Also ich glaube, Pfahl könnten wir noch ein bisschen mehr herstellen. Das war falsch. So. Dann mal los. Zwei Brett. Eins, zwei. Kurz was auf Seite legen. Ein Pfahl. Noch ein Pfahl.
Brett. Haben wir schon mal zwei Schilder. Aber ich will ja noch mehr. Das heißt, wir holen nochmal einen Pfahl. Und zwei Brett. Und dann haben wir drei Schilder. Genau hier auch das, was er jetzt so kann, der Bauarbeiter. Und das können die anderen ja genauso dann. Und zwei Brett. Und dann machen wir jetzt einfach mal ein paar Baustellenareale. Es ist dann schon ganz praktisch. Vor allem, wenn man auch mal hier so Straße gebaut haben möchte. Ne? Dann kann man zum Beispiel eines der Areale einfach rüberziehen. Man kann immer nur ein Schild tragen. Na gut. Ist ja egal. Wir packen es mal hier so hin. Z, das hier ist Baustelle 1. Oh mein, Baustelle 1. So, Bereich soll nicht verzogen werden, sondern wir können jetzt hier sagen, Baustelle 1 ist klassisch hier. Ne? Da, wo wir grundsätzlich hier bauen, inklusive oben dem Dorfzentrum, vielleicht ein bisschen weiter links. Da, ja, etwas östlich vom Fass, passt schon. Das ist Baustellenareal Nummer 1. Passt. Du kommst mal weg. So. Ich pack das Schild hier hin. Dann haben wir das nächste Schild. Das wäre dann... Ne, Klick. Baustelle 2. Nicht verknüpfen. Und jetzt können wir uns irgendwas aussuchen. Wo wird denn theoretisch noch ein bisschen gebaut? Ich glaube hier hinten. Ne? Hier werden wir noch ein bisschen expandieren. Machen wir hier einfach mal Baustelle 2 hin. Ist völlig egal, weil wir können das jederzeit, können wir das woanders hinziehen, und wenn wir in diesem Areal dann irgendetwas bauen, ja, dann sollen die ganzen Handwerker sollen sofort dahin, die Bauarbeiter, und sollen es dann richten. Gut, Baustelle 2. Gut. Und place. Und eine letzte Baustelle. Ja, Klick. Baustelle 3. Nicht verknüpfen. Und die Frage, braucht man so viel? Ist das wirklich notwendig, dreimal den ganzen Kram zu machen? Brauchen sicher nicht, aber cool ist es schon. Ne? Hier oben zum Beispiel, da bauen wir bestimmt noch einiges. Dann kommt hier noch Baustelle hin. Vielleicht machen wir den Weg noch ein bisschen breiter. Dann passt das auch gut. Okay. So, Baustelle 3. Häkchen dran. Und platzieren. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Bauarbeiter. Wir haben ja jetzt hier diese drei Areale und jetzt fangen wir an. Areal Nummer 1 ist, Bauwerk auswählen, das hier. Ich glaube, es hat geklappt. Ich denke schon. Das hier ist Bauwerk auswählen, dieses Schild. Baustelle 2. Okay. Und das hier ist Baustelle 3. Habe ich es platziert? Ich hoffe. Gut, ja, habe ich. So, schauen wir mal. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, da sehen wir jetzt seine Areale. Ne, jetzt kringelt da oben rechts das Teil. Das hier ist unten links und das hier ist das mittlere. Wir haben also drei Baustellen, Bauarbeiterrahmen und go. Ich gucke nochmal ganz schnell. Stauraum, bis Hände voll sind, quadratischer Rahmen. Jo. Also der holt sich jetzt die Dinger und wird jetzt hier weiterbauen. Ne? Wird die letzten beiden quadratischen Rahmen reinsetzen. Und dasselbe, ja, genau dasselbe machen wir jetzt für einen Typi mit der Vertieflung. Und so weiter. Ne? Nachher dann auch mit Stein. Wir haben hier so ein paar Bauarbeiter noch rumlaufen. Müssen wir mal gucken, vielleicht ein bisschen ummodeln dementsprechend. Mal gucken, ob ich das in der Aufnahme mache oder vielleicht einfach dazwischen. Das ist ja immer dieselbe Arbeit. Aber das hier, das machen wir jetzt noch zusammen. Der Vertieflung. Bauarbeiter. Nur noch drei Roboter da. Oh, das wird eng. Aber wir brauchen die. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ne? So, Bauarbeiter. Doppelpunkt. Vertäfelung. Vertäfel. Na, komm hier auf. Bauab. Vertäfelung. Okay, das sieht gut aus. Aufnahme. Also, erst einmal hol so viel du davon tragen kannst. Wahrscheinlich nur eins, ne? Ja, ich auch nur eins. Dennoch hau ich das hier rein. Bis Hände voll sind. Ne? Kann ja nicht schaden. Da könnte man vielleicht denselben Code auch nachher für die anderen Roboter benutzen. Die MK2 ist, die ganz toll sind. Boah, freue ich mich drauf. Boah, ich freue mich so dermaßen drauf, ne? Und das hier ist so der erste Schritt in die Richtung. Vielleicht haben wir die ja schon bald. Ich arbeite auf jeden Fall drauf hin. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich bin so heiß jetzt drauf. Auf die neuen Roboter. Oh Mann. Was ist denn hier los? Was? Alle blinken, sind unzufrieden, haben kein Werkzeug. Toll. Okay, also.
Das Ding verträgt 8 Vertäfelungen, das heißt, wir hauen jetzt hier einfach eine rein. Eine Vertäfelung. In die gute Roboterwerkbank. So. Ja. okay. That's it eigentlich, ne? That's it. Jetzt holen wir uns einfach die nächste. Bis Hände leer sind. Und nochmal. Ne, er soll das ja hier überspringen, wenn er dort nichts findet. Bis Hände leer sind. Und das wird bei den anderen ja auch so sein. Das heißt, er kommt immer wieder hier oben hin und holt sich eine neue Vertäfelung. Ich habe mir ein Zahnrad geholt. Oh. Ach, ich vertue mich da immer bei dir. Ne? Ich glaube, die kann ich so nicht stehen lassen. Das geht nicht. Vertäfelung brauche ich doch. Mann. Okay. Nächste hier rein. Da komme ich an. Boah, die Dinger sind voll schwer. Gut, 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 gut. Bis Hände leer sind. Und so. Nicey. Vertäfelung hier. Die letzte. Gut. Und drauf damit. Da hat sich übrigens auch einiges geändert, ne? Hier bei den Bauplänen oder generell, wenn es um so Werkbänke geht. Ich habe jetzt... ich habe jetzt nicht auf Aufnahme gedrückt. Oh Gott. Naja, dass man im Nachhinein noch die Werkbänke bestimmen kann. Ne? Das ist ja jetzt möglich, da über so einen kleinen Kringel, da klickt man drauf und sagt dann, ja, bitte da rausholen noch. Kann ich vielleicht gleich auch nochmal zeigen. So, jetzt nehme ich auf. Gut. Also, hier. Der Roboter nimmt auf. Und ich auch. Gut. Alle nehmen auf. So, haben wir drin. Erstmal so. Ja, das war auch okay, aber bis Hände leer sind. So, so, so. Ziemlich simpel, ne? Also diese Bauarbeiter, die haben echt nicht, also keinen komplizierten Job, aber die sind mega, mega nützlich, ne? So, bis Hände voll sind, und das wird nicht ignoriert, die müssen voll sein, die Hände. Bis Hände leer sind, hat dieser Kram hier. Okay. So, bleibt abschließend noch. Boing, Bauwerk, Schild 1. Deswegen stehen die Schilder schon wieder rot. Warum auch immer, ne? Warum auch immer. Wenn ich jetzt nochmal draufklicke, ist es nicht mehr rot. So. Okay. Da, Bauwerk auswählen. Hier. Okay. Und hier, Bauwerk auswählen. Okay. So, jetzt gucken wir. Das ist sein Areal, ne? Das passt jetzt alles. Er hat kein Kilobyte mehr frei. Er braucht keine Gehirnerweiterung. Theoretisch könnte man denen jetzt Sportschuhe geben und so ein Kram. Aber das lasse ich jetzt mal. Ich lasse das jetzt mal weg. Man könnte das ähnlich wie hier beim Hirn voll automatisieren, dass immer wieder Turnschuhe da sind und so weiter. Die kann man denen geben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte lieber direkt zu den größeren Robotern. Ne, dass wir uns dann um die kümmern. Gut, okay. Dein Job möge beginnen. Was haben wir jetzt hier? Haben wir irgendwo Bauarbeiter? Als. Da haben wir Bautrupp, ne? Der Bautrupp ist es. So. Das ist total wild. So, ach, die habe ich immer Bautrupp genannt. Ach, schau an. Ach, Bautrupp ist auch gut. Bautrupp ist auch gut, ist kürzer, gefällt mir besser. Nehmen wir Bautrupp. Man kann sie einfach so benennen. Das ist super. Bautrupp, weg damit. Und, Bautrupp, Vertäfelung. Nicey. Tja, und jetzt muss der Rest halt dementsprechend umgebaut werden. Hier zum Beispiel Bautrupp, Brett. Ne? Oh, es sind drei. Oh, es sind die Areale drin. Oh, das mache ich direkt. Das mache ich direkt. Oh, das ist ja gut. Ist ja praktisch. Auch hier komplett alles super. Gut. Also hier Schild 1. Bauwerk auswählen in Rot. Aber es nimmt er trotzdem. Merkwürdig. Dann Bauwerk auswählen. Das ist schon weiß. Bauwerk auswählen. Dort. Hat er jetzt alle? Ja, es sieht gut aus, ne? Das sind seine Areale. Nice. Brett ist fertig. Der Fallmann. Stopp.
Bauwerk auswählen. Das hier. Bauwerk auswählen. Baustelle 2 und Baustelle 3 auch noch. Ist super praktisch. Nur wie gesagt, Baustelle 3 zum Beispiel, wenn hier irgendwo eine Straße gebaut werden muss, du ziehst einfach gerade die Baustelle 3 darüber, die Straße wird gebaut. Oder hier hinten irgendein Upgrade, was gemacht wird, ne? Ziehst einfach irgendeine Baustelle dorthin und dann rennen sie alle. Das ist schon mega toll. So. Fall man darf. Jetzt haben wir noch Stein. Stein ist mega wichtig. 3 Areale hat er hier vorne. Gut, gut, gut. Also. Im Bau. Dort. Diesmal war es nicht rot. Bauwerk auswählen. Und Bauwerk. Ich will direkt aufs Schild klicken. Jedes Mal. Das sind die 3. Gut. So, Bautrupp Stein ist auch drin. Nochmal Bautrupp Stein. Oh, sogar 2 Stück, ne? Und das ist... Wow. Haben sie ja? Na, Aufnahme. Also. Bauwerk natürlich. Vorher klicken da drauf. Hier. Bauwerk dort. Das war jetzt rot. Das ist so merkwürdig. Hier Bauwerk. Auch rot. Auch toll. Aber es hat funktioniert, ne? Die 3 sind drin. Okay. Bautrupp Stein Nummer 2. Der letzte ist Bautrupp Zaun. Bautrupp Zaun. Wieso heißt der Bautrupp Zaun, ne? Ist doch hier dieser Pfahltyp. Also Stamm. Bautrupp Stamm. Nennen wir ihn mal so, Bautrupp Stamm. Also. Bauwerk auswählen. Passt. Bauwerk auswählen. Passt. Und... Bauwerk auswählen. Passt. Alle 3 drin? Herrlich. So, wir haben jetzt einen guten Bautrupp. Also Vertäfelung wird gebaut, Rahmen automatisch. Bretter werden reingezwiebelt. Ne, Pfähle haben wir. Ganz, ganz viel Stein für unsere Straßen. Das ist gut. Und halt natürlich Stamm. Das ist ja nice. So. Ah ja, ist schon fertig. Man sieht's hier, ne? Da blinkt's schön. Der Bautrupp war fleißig. Wir waren alle fleißig und... Das ziehe ich jetzt einfach da drauf. Dann können wir es nutzen. Ich nutze es auch direkt mal hier. Ich will mal gucken. So. Hier haben wir die neuen Roboterteile. Da sind sie. Wir können die neuen Roboter also herstellen. Wir haben alles dafür da. Ist das mal toll? So, und jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal Obacht. Wir haben hier noch 2 Roboter drin. Das ist in Ordnung. Können bleiben. Aber hier werden wir jetzt Folgendes machen. Und das ist jetzt der Trick. Darauf haben wir hingearbeitet, ne? Wir wollen hier ein Upgrade haben. Und wir wollen hier ein Upgrade haben. Wir upgraden die jetzt alle. Und hier ein Upgrade. Und das Ding hier darf auch geupgradet werden. Die Box kommt dann irgendwann weg. Und das Ding müssen wir nicht upgraden, ne? Das können wir so lassen auf Roboterkopf, Körper und Antrieb. Da können wir nachher diese coolen Roboterteile können wir dann da reinflanschen. So, und wir sehen jetzt, wir brauchen hier Stamm, Vertäfelung und quadratische Rahmen. Das haben wir jetzt alles soweit vorbereitet. Wenn wir jetzt hier hingehen und nehmen uns einfach mal Bereich 3, der knapp oben an diesen Werkbänken da vorbei gerichtet ist. Ich habe ihn gerade wieder aufgehoben. Ich wollte ihn so. Z. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir ziehen das Ding einfach hier hin. Das war's. Die rennen jetzt dorthin und bauen. Und machen das fertig. That's it. So funktioniert das so wunderbar mit diesen... Hier, ne, da sieht man schon. Da wird bei diesen Upgrades, die laufen hin, machen das auch mit der Vertäfelung, was ziemlich umständlich ist. Gleich gucken wir hoch und dann ist es fertig. Ja, dann ist es gemacht. Das Ding hier unten, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch. Und das funktioniert ja dann auch zeitgleich, weil wir den Bereich hier unten ja auch drin haben. Wir brauchen Boden. Ganz viel Boden. So. Ich glaube, der Bereich ist hier groß genug. Und hier nochmal, ne, wir brauchen ein bisschen was davon. Und so, dafür brauchen wir viele Bretter und deswegen war es mir so wichtig, dass wir auch ordentlich was an Bretter da haben. Aber wir haben keine Pfähle mehr. Oh, oh. Warum? Oh, komm schon. Komm, ich helfe mit. Da kommen ein paar Pfähle, aber nicht viele, ne? Was ist los? Er hier bekommt keine Axt, kann das sein? Oh, komm schon. Deswegen nimmt der Kram auch langsam immens ab, ne? Und das hilft auch nicht, dass ich hier so 1, 2 von diesen Stämmen darüber trage. Warum? Warum? Was ist hier los?
Warum kriegst du keine Axt? Ich guck mal nach Axtgeber, ne? Ich glaube, das ist hier der alte Forst. Axtgeber. Hinzufügen zu Roboter kein Werkzeug. Was zum Teufel, Alter. Ist doch nicht richtig. Ist der leer? Der Axtgeber war tatsächlich gerade leer, aber irgendwie. Er hat eine Axt. Er hier hat kein Werkzeug. Jetzt hat's geklappt, ne? Weird. Also manchmal verstehe ich es nicht. So manches Mal verstehe ich es einfach nicht. Wow, was hier abgeht, ne? Wow. Hier war alles zugepflanzt und deswegen sind die hier schon rüber und machen da weiter. Also das ist schon ziemlich effizient, ne? So, das mal weg. Aber dennoch ist das hier ganz schön mies. Vielleicht helfen wir einfach. Dafür sind wir uns nicht zu schade. Ein bisschen Holz hacken. So. Ich gehe jetzt in den Wald und hacke Holz. Ich helfe also, das Ganze ein bisschen aufzubauen, ne? In der Zwischenzeit wird der ganze Kram hier gebaut, ne? Die bauen hier, der Bautrupp, wunderbar den Boden, den wir ja brauchen, für die Erweiterung hier. Also, ne? Diese gute Roboterwerkbank braucht nun mal einen guten Boden. Und, den werden wir bald fertig haben. So, habe ich gerade, bin ich fertig? Ich weiß nicht, wo stehe ich eigentlich? Oh, da stehe ich irgendwo. Was für ein dichter Wald. So, dann würde ich sagen, ich bin noch ein bisschen fleißig, ne? Ich mache weiter und in der nächsten Folge wird das hier hoffentlich dann alles fertig sein. Ne? Dann macht's gut, wir sehen uns und irgendwann machen wir auch das da. Bis denn. Ciao, ciao.